Hi Leute, ganz ehrlich, ich bin schon auf dem Weg ins Bett. Es ist schon ziemlich spät, ich glaube so 1 Uhr nachts. Und ich habe wieder was gelesen. Hat nicht die Iris Klein gesagt, auf Mallorca ist es so, da musst du immer die Wohnungen ein Jahr im Voraus bezahlen, die Miete. Also ich denke, ich erinnere mich daran. Und 140 Quadratmeter, ganz ehrlich, da hätte sie doch ihre Hunde mitnehmen können. Also ich weiß nicht, ich habe für weniger und ich habe mehr Hunde. Ich gehe zwar viel raus mit denen, also laufen, aber ich verstehe es nicht. Und glaubt ihr wirklich, dass sie ihre Tochter 2.500 angeblich monatlich zahlen muss? Und sie hat uns ja immer glauben lassen, so schnell hat sie eine Wohnung bekommen, teilmöbliert und so weiter. Was sagt ihr denn dazu? Ich bin auf eure Kommentare wieder mal gespannt. Und vielen Dank für eure Kommentare. Und let's go! Also hier steht in der Bild, es ist nicht ganz so, wie sie erzählt. Das Geheimnis um die Singlebude von Iris. Einige Wochen nach ihrem Einzug kommen einige Details zu Iris Kleins neuer Wohnung ans Licht. Tja, Leute, aber wir wussten das schon, zumindest haben wir uns es gedacht. Wo sollte sie so schnell eine Wohnung herhaben? Weil der Wohnungsmarkt auf Mallorca ist gerade auch nicht so im Moment, was ja Peter Klein in dem Podcast mit Ingo Wohlfeil gesagt hat. Also Leute, da schreibt die Bild, es ist vom 6.04.2023 um 22:50 Uhr. Nach der öffentlichen Trennungsschlacht folgte schnell die räumliche Trennung. Innerhalb kürzester Zeit hatte Iris in ihrer mallorquinischen Wahlheimat ein neues Zuhause gefunden. Eine Wohnung, die aussieht wie aus dem Katalog. Die Wände frisch gestrichen und sogar Möbel und Elektrogeräte waren schon drin. Mehr noch aber fiel auf, dass der Einrichtungsstil ganz stark an ihre Tochter Daniela Katzenberger erinnert. Die Farben Rosa und Pink sind nämlich in der Wohnung von Iris genauso vertreten wie bei Daniela. Ist das ein Zufall? Nein, Bild weiß, die Wohnung, in der Iris Klein jetzt ihr Single-Leben lebt, gehört ihrer Tochter. Das belegt ein Grundbuchauszug, der Bild vorliegt. Der Kaufvertrag der knapp 140 Quadratmeter großen Herberge wurde am 15. Juli 2021 unterschrieben. Eigentümerin ist Daniela Denise Katzenberger. In einer Wohnanlage wie dieser befindet sich das neue Zuhause von Iris Klein. Kann ich das größer machen? Nee. Warum Iris und der Rest ihrer Familie so ein Geheimnis daraus machen? Ungewiss. In einer Instagram-Story erzählte die gebürtige Pfälzerin: Du kannst auf Mallorca eine Wohnung für ein Jahr mieten, die ist dann meist schon teilmöbliert und man muss nicht mehr viel machen. Oder man hat natürlich eine berühmte Tochter, die einem die Wohnung dann zur Verfügung stellt. Gell, Leute? In ihrem Bekanntenkreis erzählte sie, dass sie monatlich 2.500 € Miete für die Wohnung zahlen müsse. Auf ein ganzes Jahr gerechnet musste Iris also mit 30.000 € in Vorkasse gehen. Auch wenn Daniela nachgesagt wird, eine knallharte Geschäftsfrau zu sein, bleibt die Frage, ob die 55-jährige Influencerin wirklich so eine hohe Summe an ihre Tochter abdrücken musste. Was glaubt ihr denn? Glaubt ihr, dass sie an ihre Tochter das abdrücken muss? Weitere Recherchen haben ergeben, dass sich die Eigentumswohnung direkt in unmittelbarer Nähe der Wohnung von Daniela und Ehemann Lukas Cordalis befindet. Einerseits ist es ja schön, wenn die Familie innerhalb kürzester Zeit zu erreichen ist. Aber ist diese Nähe nach all den Dingen der letzten Monate gut für das Familienklima? Das wird sich vermutlich erst noch zeigen. So, das war's schon wieder und ich wünsche euch eine wundervolle gute Nacht. Das ist schon langsam mein Standardspruch, weil ich meistens nur noch nachts die Kommentare finde, wenn ich Zeit habe, alles durchzulesen. Ich wünsche euch was, schlaft gut, eure Dani.